Zum 18. Mal fand der Come Together Cup in Köln statt. Unter dem Motto "Gemeinsamer geht's nicht" spielten im Schatten des Rheinenergiestadions, der Spielstätte des 1. FC Köln, 30 Männer- und 30 Frauenmannschaften gegen Homophobie im Fußball und um den Pokal. Zum ersten Mal bei dem Turnier dabei eine Respektmannschaft mit einer berühmten Cheftrainerin, keiner geringeren als Respektschirmfrau Sandra Minnert. Und die Zielsetzung war hoch. Ja, also ich finde, wenn man bei so einem Turnier antritt, dann will man natürlich auch immer den Sieg. Also das fände ich schon gut und würde mich auch darüber freuen. Ich denke schon, dass wir ziemlich weit kommen. Wir sind eine ziemlich starke Mannschaft. Achtelfinale, ich denke, ab dann ist auch sehr, sehr viel drin. Neben dem Sportlichen nutzten verschiedenste Firmen und soziale Projekte, wie zum Beispiel die Respektinitiative, das Turnier, um sich vorzustellen. Rund 140 freiwillige Helfer sorgten für einen gut organisierten und reibungslosen Ablauf. Hauptorganisator Andreas Stiene bringt uns die Bedeutung dieses Turniers näher. Ja, also wir haben damals beim ersten Come Together Cup 10 Mannschaften gehabt, nur ein reines Männerturnier. Im 1997 ist dann das Frauenturnier dazu gekommen. Und wir sind jetzt 60 Fußballteams, 30 Frauen- und 30 Männerteams. Wir haben hier 150 Spiele am Tag auf 12 Fußballplätzen. Und dann habe ich im Jahr 1994 im Herbst ein Spiel gegen die Polizei Köln organisiert. Und das war das erste Spiel weltweit zwischen einer schwulen Fußballmannschaft und einer Polizeimannschaft. Ich versuche auf ganz vielen Ebenen eben das Umfeld zu verbessern. Ich weiß, dass das nicht von heute auf morgen geht. Die Situation hat sich gegenüber früher schon drastisch verbessert. Das Respektteam gewann das erste Spiel mit 3:1. Im anschließenden Gruppenspiel ging es gegen den Vorjahressieger Las Miranda Densivelia. Chefcoach Sandra Minnert musste leider mit ansehen, wie ihre Respektmannschaft nur knapp mit 3:2 verlor. Wir nutzen die anschließende Pause, um Zuschauer, Spieler und Maskottchen zum Come Together Cup zu befragen. Super, vor allem seit das Wetter so gut geworden ist. Wunderbar, tolle Veranstaltung, sehr viel Spaß. Wir freuen uns, hier zu sein. Das macht auch, wie gesagt, ist immer Spaß. Die Leute sind super nett und das Wetter ist eigentlich auch immer ganz gut. Ich bin jetzt das vierte Mal hier und ich mag die Stimmung. Also ich finde das auch gut, dass es halt schon auch um Schwule und Lesben geht. Man sieht es ja hier, es ist einfach nur ein Miteinander. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, die Homosexuellen sind da, die Heteros sind da, hier sind alle zusammen, alle gemeinsam, man macht keine Unterschiede, das ist halt auch super. Ne? Von daher finde ich die Veranstaltung gelungen. Unsere Respektmannschaft sicherte sich mit 2 überzeugenden Siegen gegen den 1. FC Bumsegal und Pussyessen das Achtelfinger-Ticket. Vor dem Spiel gegen den Club Las Piranhas war die Zuversicht bei den Spielerinnen groß. Jetzt das Achtelfinale sollten wir auf jeden Fall schaffen. Also ich denke mal schon, dass wir jetzt dann halt auch das Spiel jetzt gewinnen. Jedoch schien das Respektteam vom Glück verlassen. Nachdem man früh ins Hintertreffen geraten war, gelang zwar noch der Ausgleich, doch nach dem erneuten Rückstand schien das Tor einfach ein paar Zentimeter zu klein. Dennoch viele richtig gute Szenen. Die Mädels können richtig gut kicken. Trotz des unglücklichen Ausscheidens zog Respektcoach Sandra Minnert ein positives Resümee. Das Turnier ist gut für uns gelaufen. Wir sind eine Runde weitergekommen wie ins Achtelfinale. Die Mädels haben gekämpft bis, glaube ich, zur letzten Minute. Man hat gesehen, unglücklich, das Tor wollte einfach nicht fallen. Aber man muss einfach sagen, das war ein positiver Tag. Ich glaube, dass es auch für uns als Initiative wichtig ist, hier präsent zu sein. Wir wollen uns ja gegen alles einsetzen und für alles einsetzen. Und von daher finde ich, das war ein toller Tag für uns. Und wir sehen uns bestimmt nächstes Jahr hier wieder, weil die Mädels jetzt schon gesagt haben, es war genial. Und vielleicht schaffen wir es sogar, bis dorthin ein Männerteam auch noch auf die Beine zu stellen. Auch die Kleinsten der rund 20.000 Besucher hatten sichtlich Spaß. Und auch der Veranstalter kann mit einem Benefizerlös von rund 20.000 Euro zufrieden sein. Das Respektteam bedankt sich für den tollen Tag und freut sich schon aufs nächste Jahr.